Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zu einem weiteren Heroes of Might and Magic 3 Horn of the Abyss Guide. Und da will ich euch heute was über die Bewegung erzählen. Und zwar, wie sich die Bewegung zusammensetzt, was sind überhaupt Bewegungspunkte, wie kann man darauf achten, dass man sich einfach schneller fortbewegen kann in diesem Spiel. Und da gibt es eigentlich schon mehr zu sagen, als man denkt. Und darum fangen wir einfach direkt an. Also, und zwar funktioniert es in Heroes of Might and Magic so, der Held. Die Geschwindigkeit des Helden, sage ich mal, wie weit er im Zug laufen kann, hängt mit den Truppen zusammen, die er mit sich rumträgt. Hier ist es jetzt so, wir schauen uns den Helden mal an. Wir haben diese Kreatur mit einer Geschwindigkeit von 4. Das sieht man da unten, wo Speed steht, Speed 4. Die hat eine Speed von 5, in Klammern 6, weil er halt diese Spezialität hat. Und hier eine Speed von 9. So, das haben wir uns jetzt angeschaut. Jetzt gehen wir mit unserer Maus auf den Helden hier auf der Adventure Map oder oben auf das Bild. Und dann sehen wir unten Movement Points 1560 und ein Hochstrich nochmal 1560. Das bedeutet, am Anfang des Zuges kann dieser Held auf jeden Fall 1560 Schritte laufen. Und die vordere Zahl bedeutet, wie viel noch übrig ist. Das heißt, wir laufen jetzt mal, keine Ahnung, hier hin und gehen wieder drauf. Und dann sehen wir, die Zahl hat sich vermindert auf 829. Man fragt sich jetzt vielleicht, wie kann man diese Zahl erhöhen, dass man weiterlaufen kann? Ganz einfach ist es natürlich, die langsamen Truppen in dem Helden rauszunehmen. Zum Beispiel hier, die haben nur 4, die haben nur 5 in Klammern 6, raus mit, die haben 9. Jetzt warten wir einen Zug, bis das Spiel neu errechnet, wie weit unser Held laufen kann. Und wenn ihr jetzt drauf geht, seht ihr schon, es sind 1900 zu vorhin 1560. Heißt, es hat einen riesigen Schritt nach vorne getan und wir können jetzt viel weiter laufen, als wir letzte Runde hätten laufen können. Hier sind wir nur hier hingelaufen und wieder zurück. Und unser Held konnte gar nicht mehr laufen. Und jetzt sind noch 438 Punkte übrig. Heißt, achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr langsame Truppen, die ihr nicht unbedingt braucht, weglasst. Ihr braucht sie nicht, lasst sie weg, lasst sie in der Burg, dann könnt ihr weiter laufen und seid flexibler. Das ist das Erste, was ich euch zeigen wollte. Was es dazu noch zu sagen gibt, die mindeste Geschwindigkeit, die hier unten stehen kann, ist eine 3, wie zum Beispiel bei unaufgerüsteten Zombies oder Zwergen. Die höchste Zahl, also das höchste, was zählt, ist die 11. Ab 11, alles was drüber ist, wie zum Beispiel Erzengel, die 15 oder 16 haben, zählt nichts mehr dazu. Sobald man da eine 3 stehen hat, bei den Truppen hier unten, hat man am Anfang des Zuges nur 1500 Bewegungspunkte. Wenn man da über eine 11 hat, dann hat man 2000 Bewegungspunkte. Also da, das ist die Spanne, wenn man langsame Truppen dabei hat, 1500, wenn man nur schnelle dabei hat, 2000 Bewegungspunkte. Man kann diese Punkte auch erhöhen, indem man sich Artefakte mitnimmt irgendwo, wie diese Reiterhandschuhe, die dann eine gewisse Prozentzahl dieser Punkte erhöhen, oder halt auch die Fähigkeit Logistik, die diese Punktzahl erhöhen kann, um 10, 20 oder 30%. Das war das Erste, was ich euch sagen wollte. Ich hoffe, das war schon mal verständlich. Und dann machen wir weiter mit den Bewegungspunkten. Was sind Bewegungspunkte überhaupt? Und zwar ist es natürlich nicht so, dass ihr so viele Schritte gehen könnt, ganz logisch. Aber jeder Schritt, den ihr macht, kostet eine gewisse Anzahl. Wie ihr herausfindet, wie viel das kostet, zeige ich euch jetzt. Und zwar, indem ihr den Alt-Knopf auf der Tastatur drückt. Wenn ihr Alt drückt, seht ihr unten gerade Way Cost 70 Movement Points. Und da, wo wir jetzt sind, hierher. Das ist nur vermindert, weil wir auf dem Boden, auf der Straße laufen. Das erkläre ich euch später. Wir gehen jetzt erstmal hier auf die Wiese. Ganz normaler Boden. Drücke ich wieder Alt, einen Schritt nach vorne. 100 Punkte könnt ihr unten sehen. Zwei Schritte sind natürlich 200 Punkte. Drei Schritte sind 300 Punkte. Also könnt ihr euch schon mal merken, ein Schritt auf der ganz normalen Wiese kostet 100 Punkte. Ein diagonaler Schritt kostet den Heroes mehr. Wie ihr hier seht, sind es 141. Also müsst ihr bedenken, fast 50% mehr kosten, wenn ihr einen diagonalen Schritt macht. Auch hier 100 Punkte, aber wenn ihr es diagonal machen würdet, 145. Wenn euch das unten zu klein ist, dass ihr es nicht richtig lesen könnt zum Beispiel, könnt ihr auch ein Kreuzchen irgendwo hinmachen, die Maus da drauf, dann Alt klicken und dann Rechtsklick. Dann erscheint euch auch hier Way Costs 141 Punkte. Und wie viele Punkte danach noch übrig bleiben, wenn ihr diesen Schritt gemacht habt. So könnt ihr euch schon mal so ungefähr informieren, wie viel euer Schritt kostet und so weiter. Gut, wir drücken einen Zug weiter. Jetzt ist das neue Thema, die verschiedenen Arten von Böden in Heroes. Da komme ich dann später auch nochmal dazu.
wo ich eine andere Map zeige, wo ich die ganzen Böden überall mal freigeschaltet habe, sozusagen. Dann kommen wir jetzt erstmal zur Straße. Ist ein bisschen kompliziert, muss ich zugeben, aber ich zeige es euch mal so. Wenn ihr von einem Punkt auf der Straße zu einem anderen Punkt auf der Straße lauft, vermindert sich eure Punkte. Nämlich habt ihr hier jetzt nur 50. Also diese Straße, diese Steinstraße, vermindert diese Bewegung um 50%. Wie ihr hier sehen könnt, 50, 50, wieder 50. Wenn ihr aber einen Schritt von Straße runter auf Gras macht, sind es wieder 100. Also es zählt wirklich nur, wenn ihr von Straße zu Straße lauft. Ganz wichtig zu wissen. Und jetzt kommen wir hin, wo es ein bisschen tricky wird. Ich sammle mal kurz das Zeug hier ein. Wenn ihr jetzt hier mal schaut, man kann nicht genau mittig auf der Straße laufen. Es ist entweder oben drüber oder unten drunter. Wichtig zu wissen ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel, ihr steht jetzt hier und ihr wollt hier rüber, dann lauft auf gar keinen Fall unten lang. Der Computer zeigt es euch schon. Oben ist der kürzere Weg. Wenn ihr eine Straße habt, lauft immer oben entlang. Dieser Bonus gilt nur oben. Heißt, wenn ihr jetzt hier unten steht und macht einen Schritt nach vorne, seht ihr 100 Bewegungspunkte. Wenn ihr jetzt aber hier steht, sind es nur 50 Bewegungspunkte. Also immer oben der Straße entlang laufen und nicht unten. Auch wenn nur jetzt wirklich sagt, es ist ja nebendran eigentlich so, ne? Oben drüber und dann habt ihr wieder 50, 50 und so weiter. Also merken, hochkant ist es egal, da kann man ja eh nur in eine Richtung, aber immer oberhalb der Straße laufen, um diesen Bewegungsbonus zu kriegen. Das wird euch aber, wie ihr gerade gesehen habt, auch vom Computer angezeigt. Der will hier immer oben lang, weil es halt einfach schneller ist. Ihr könnt ja theoretisch auch hier lang laufen, aber ja, es wird euch schon angezeigt, dass das der schnellere Weg ist. Gut, dann müsst ihr natürlich auch bedenken, es gibt mehrere Arten von Straßen. Was ihr jetzt gesehen habt, war die Steinstraße. Es gibt auch noch eine Erdstraße, die bringt euch dann halt weniger Bonus. Das ist hier, das kann ich euch dann gleich mal zeigen. So, dann haben wir jetzt das Thema Straße auch erledigt. Dann gehen wir jetzt mal vor zu unseren Gegnern, weil ich will euch in der Schneegegend was zeigen, was wichtig ist zu wissen. Ja, wir haben vorhin gesehen, ein Schritt, ein seitlicher Schritt auf Grasboden kostet 100 Punkte. Wenn ihr es im Schneegebiet macht, kostet es 150 Punkte, wie ihr hier unten sehen könnt. Heißt, es gibt 50% Abzug oder man braucht 50% mehr Bewegungspunkte, um auf Schneeboden zu laufen. Hier könnt ihr jetzt sehen, die Straße verringert das auch wieder doch um 50%. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gewusst. Ich hätte gedacht, das ist weniger, aber okay. 50% Abzug, auch wieder oberhalb laufen. Und ihr seht, es sind nur 75 statt 150, die sonst auf normalem Schneeboden sind, wie hier. Jetzt nehmen wir uns hier die Burg ein. Und dann zeige ich euch was. Man wird sich vielleicht ärgern, man startet eine Map und man hat Schneeboden um sich rum. Man möchte diese 50% Abzug nicht haben. Dann ist es nützlich, die einheimischen Kreaturen dieser Fraktion zu nehmen. Man sieht jetzt hier, ich habe alle meine Truppen weg in die Burg. Mein Held hat nur die Gargoyles, die auch zum Schneegebiet gehören, sozusagen. Und dann stelle ich mich jetzt mal hier aufs Schnee, drück Alt und schaue. 100 Bewegungspunkte statt 150, die ich die ganze Zeit hatte. Das ist einfach so, weil der Boden, also man ist immer nur so schnell wie die Kreaturen natürlich, hatte ich ja vorhin gesagt, aber wenn die Kreaturen einheimisch zu diesem Boden sind, dann nehmen diesen Abzug der Bewegungspunkte weg. Heißt 100, 100 Punkte, 100 Punkte, genau wie wenn ihr auf dem Gras laufen würdet. Wenn ihr jetzt aber wieder eine Truppe mitnehmt, zum Beispiel die Schießer, man will schießen können, zum Beispiel jetzt mit den Echsen, Kriegern und drückt jetzt wieder Alt, seht ihr wieder, es kostet 150. Heißt, ihr dürft nur diese Truppen dabei haben. 150, ich lösche diese Einheit raus. 100. Also, man ist schneller, wenn man nur die Truppen dabei hat. Merkt euch das, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier so einen Held haben wollt, der immer nur rumläuft und keine Ahnung, die Windmühle oder das Wasserrad einsammelt und die Gremlins hier abholt. Seht zu, dass ihr wirklich nur diese Truppen dieser Burg dabei habt und nichts anderes, weil dann wird der gleich um 50% langsamer, dieser Held. Das ist bei allen anderen Böden auch so. Jeder hat so ungefähr seine eigenen einheimischen Truppen. Das zeige ich euch jetzt bei einem anderen abgespeicherten noch schnell, dass man das besser nachvollziehen kann. So, das ist eine ziemlich große Random Map. Die habe ich zufällig erstellen lassen. Und wir sind hier gleich beim Sumpfgebiet. Da zeige ich euch, wie es bei mir aussieht.
Ein seitlicher Schritt kostet 175. Das ist, weil im Sumpfgebiet ein Abzug von 75% ist. Man braucht 75% mehr Bewegungspunkte als ganz normal auf so einem Boden hier, auf so einem schönen Grasboden. Was kann man dagegen machen? Auch hier wieder dasselbe Thema. Ich könnte mich jetzt teleportieren zu einer Sumpfburg, kaufe mir hier die Truppen, lege alle anderen ab. So. Und stelle mich jetzt mal irgendwo hin. Ein Schritt kostet 100, weil ich auch wieder nur die Truppen der Sumpfburg dabei habe. Also hier, auch hier nochmal gezeigt, wenn man im Sumpfgebiet ist, einfach nur die Truppen dieser Fortressburg nehmen, gar kein Problem, der Abzug wird komplett zunichte gemacht dadurch. Und dann gibt es ja noch der Boden, dieser Boden hier gibt keine Abzüge. Dieser Boden hier gibt 25% Abzug, das kann ich euch auch jetzt mal hier mit dem Helden zum Beispiel zeigen. Ein Schritt kostet 125 statt 100, aber in dieser Burg sind die Barbaren einheimisch. Wenn man jetzt also nur Barbaren im Helden hat, wie jetzt dieser hier, 100 Punkte. Also ihr seht, benutzt am besten auf den Gebieten nur die Truppen, wenn es geht, die ja auch dazugehören, um halt eben diese Abzüge komplett zu minimieren oder komplett wegzunehmen. 100 Punkte sind ganz normal. Und ja, ich meine, es ist natürlich schwierig, auf jedem Boden dann immer nur die Truppen zu haben. Aber selbst dafür gibt es einen Trick, den zeige ich euch jetzt. Und zwar teleportiere ich mich wieder in die Burg. Nehme meine anderen Truppen wieder mit. Ihr seht, es kostet wieder 175, weil ich nicht nur Truppen von Sumpf dabei habe. Aber dann gibt es zwei Tricks, die man machen kann. Entweder man hat Glück und hat dieses Artefakt, das macht, dass man fliegen kann. Fliegen nimmt komplett den Abzug weg. Wir sind hier wieder bei 100 Punkten. Wenn man aber das Fliegen nicht hat, wenn man kein Glück hat und das Artefakt nicht hat, gibt es auch noch die Möglichkeit, den Zauber zu machen, Fliegen. Ihr seht jetzt wieder, ich habe das Artefakt rausgenommen. Der Schritt kostet 175. Ich drücke Fliegen und es kostet nur noch 100. Heißt, Fliegen nimmt auch komplett diesen Abzug raus und ihr könnt euch so schnell fortbewegen, als würdet ihr auf Gras laufen. Dieser Lavaboden gibt keine Abzüge. Was auch noch keine Abzüge gibt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ist Erde und Grasboden. Sumpf gibt 75% Abzug, darum müsst ihr die Sumpftruppen nehmen oder Cove, was aber bei der Horn of the Abyss dabei ist. Diese Burg ist auch sozusagen im Sumpf angesiedelt und darum werdet ihr bei den Truppen auch keine Abzüge bekommen. Genau, und dann dieser Boden hier, Moment, der hier, da sind die Barbaren einheimisch und so weiter. Also ihr könnt immer schauen, dass ihr die Fraktion nehmt. Und das Letzte, was ich euch noch sagen wollte, wenn ihr auf einem Sandboden unterwegs seid, Sandboden gibt euch 50% Abzug. Da gibt es leider nur eine einzige Möglichkeit, also hier dieser Boden, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, diesen wegzumachen, nämlich wenn ihr Nomaden zufällig habt. Die können sich euch anschließen. Bei manchen Maps gibt es die Möglichkeit, die zu kaufen. Wenn ihr Nomaden dabei habt, ist das schön. Ihr braucht nur einen Nomaden. Ihr könnt ansonsten alle eure Truppen benutzen, die ihr wollt. Und dann kriegt ihr keine Abzüge. Aber es ist halt schwierig, Nomaden zu finden. Natürlich darum ist es mit Fliegen einfacher zu arbeiten. Genau, das war eigentlich schon alles, was ich euch zeigen wollte oder erklären wollte. Und ein kleines Bonus gebe ich euch dazu von etwas, was ich selbst nicht gewusst habe die ganze Zeit. Und ich finde es echt interessant. Darum teleportiere ich mich mal kurz hier in die Burg. Voilà. Muss mal einen Zug warten, dass ich weiter laufen kann. Und dann zeige ich euch gerade noch eine Sache als kleinen Bonus sozusagen. Und dann war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Wunder, das lädt ein bisschen länger, weil es eine ziemlich große Map ist. Da braucht der Computer lange für. So, und zwar kennt ihr ja die Magogs von der Feuerburg sozusagen. Will ich euch gerade mal was zeigen, falls ihr das nicht gewusst habt. Wir verfolgen die mal. Und das ist jetzt so, ihr könntet jetzt diese Kreatur abschießen. Oder diese Kreatur. Je nachdem, was ihr macht, diese Magogs haben ja Flächenschaden
Aber ihr würdet die andere nicht treffen, weil dann müsstet ihr hier sozusagen hier in die Mitte schießen, dass oben und unten getroffen wird. Aber es gibt einen kleinen Trick. Aber wenn ihr auf der Tastatur den G-Knopf klickt, könnt ihr selbst entscheiden, wo dieser Magok hinschießt. Heißt, normal, wenn ich jetzt wieder so würde der Computer schießen, genau so. Aber da ich jetzt G geklickt habe, darf ich entscheiden, wo ich hinschieße. Dann kann ich mir einfach die Mitte aussuchen, wo eigentlich gar keine gegnerische Kreatur ist, und drück dorthin und beide sterben. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, weiß nicht, ob das bei den anderen Heroes-Teilen auch ist oder nur bei HOTA. Aber es funktioniert wirklich super und man kann halt viel taktischer spielen in dem Sinn. Sag's euch jetzt nochmal, wenn ich G nicht drücken würde, dann würde ich halt eben nur eine Kreatur treffen. Wenn ich jetzt hier G klicke, darf ich mir aussuchen, ich kann auch die nur ganz am Rand erwischen, so, und die Kreatur stirbt. Und dasselbe ist natürlich auch bei Lichs, bei aufgrößerten Lichs und normalen Lichs. Könnt ihr ein bisschen taktischer spielen, könnt den Schuss mittiger setzen, wie auch immer. Wollte ich euch nur als kleinen Tipp mal dazugeben, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass ich euch heute ein bisschen was zeigen konnte zur Bewegung, dass es euch ein bisschen klarer geworden ist, wie das funktioniert und vor allem auch, dass es euch geholfen hat und dass ihr vielleicht damit was anfangen könnt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut!